liebe Schwestern und Brüder, nehmen Sie doch noch einen kleinen Augenblick Platz. Ich verspreche auch, es wird kurz. Die Leute vom Krux glauben mir das nicht, aber das ist so. Erlauben Sie mir am Ende dieses Gottesdienstes ein paar Worte des Dankes. Der erste Dank, den ich aussprechen möchte, und das möchte ich auch im Namen von Erzbischof Dr. Stefan Heese tun, der erste Dank gilt an Sie alle, die Sie heute Abend hierher gekommen sind. Es ist schön, dass Sie alle da sind, um Gott für das Vergangene zu danken und andererseits für das Kommende zu bitten. Das ist ermutigend, dass wir so zusammenstehen als Kirche hier so an diesem Abend. Wir beide, Stefan und ich, haben einen neuen Ruf erfahren. Er als Erzbischof von Hamburg und ich als Generalvikar des Erzbischofs von Köln. Wir sind und bleiben die gleichen Menschen, die wir auch vorher waren, mit unseren Schwächen, unseren Stärken, unseren Begabungen und Talenten. Und wir wollen uns mit voller Kraft und mit großem Gottvertrauen einbringen und genau so weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, nämlich Christus in dieser Welt transparent werden zu lassen. Danken möchte ich aber heute Abend persönlich auch noch meinen Eltern, meiner Familie, meinen Freunden, meinen geistlichen Wegbegleitern. Durch euch habe ich Christus kennenlernen dürfen. Und bei euch war der Raum, wo die Liebe zu Gott und zu seiner Kirche wachsen konnte. Danke dafür. Und danke auch den Jugendlichen, die mir in den vergangenen Jahren tolle Weggefährten waren. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die vielen Studierenden am Priesterseminar, an der Musikhochschule und weit darüber hinaus. Ihr habt mich wachgehalten, so könnte man sagen, für das, was Gott mit seiner Kirche heute will. Und ich möchte euch, ein paar davon sind hier, die anderen sind hoffentlich alle in der Stadtjugendmesse jetzt. Ja. Ich möchte euch zurufen, ihr seid die Zukunft der Kirche und das schon jetzt. Und lebt das, was ihr vom Evangelium verstanden habt, und wenn es noch so wenig ist, aber lebt es. Ja. Ein besonderer Gruß gilt heute Abend auch den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Generalvikariat, die, das habe ich gerade schon sehen können, zahlreich hier sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Jugendlichen, da haben wir uns immer die Frage gestellt, was sagt Christus zu dem, was wir hier gerade leben? Oder was sagt das Evangelium zu dem, was wir gerade vorhaben? Und diese Grundfrage, die nehme ich auch mit in meine neue Aufgabe. Ich freue mich, Sie alle nach und nach kennenzulernen. Ich werde Sie dann alle mal irgendwie in den kommenden Wochen an Ihren Arbeitsplätzen besuchen kommen und bin neugierig auf das, was Sie tun. Sie sollen wissen, dass ich mit großer Vorfreude und auch mit großem Respekt kommen werde und schauen will, was mich da erwarten wird. Am Ende möchte ich dir, lieber Stefan, ganz herzlich danken für deine freundschaftliche Hilfe in den vergangenen Tagen, die Worte und Zeichen des Mutmachens, die du mir mitgegeben hast. Ich bin mir bewusst, dass ich da in große Fußstapfen trete. Da sind schon so einige große Fußstapfen von großen Generalvikaren hier in Köln. Aber ich will versuchen, anfanghaft mit kleinen Schritten darin zu wandeln. Und schließlich und endlich, lieber Herr Kardinal, Ihnen danke ich von Herzen für Ihr Vertrauen und Ihr Zutrauen. Sie haben mich zu diesem herausfordernden und verantwortungsvollen Amt berufen. Ich will Ihnen versprechen, dass ich mein neues Amt gewissenhaft und engagiert ausfüllen möchte. Und ich freue mich auf die gemeinsamen Wege. Und liebe Schwestern und Brüder, Sie alle,
möchte ich einladen, beten Sie mit uns zusammen, dass Christus in dieser Welt immer mehr sichtbar werde, immer transparenter werde, dass wir ihn nicht verdunkeln, sondern dass sein Licht in dieser Welt leuchtet.